Via Videocall mit mir verbunden begrüße ich nun ganz herzlich den Gründer von Apelion, Andreas Fürlinger. Schön, dich zu sehen. Hallo Martina. Wir kennen uns bereits persönlich, da du bei der ÖMTC Startup Challenge vor einigen Jahren gewonnen hast und der ÖMTC euch in eurem Vorhaben nach wie vor unterstützt. Im Beitrag haben wir gesehen, dass ihr gerade fleißig an den Modellen arbeitet. Wo steht ihr gerade bei der Entwicklung? Was sind die nächsten Herausforderungen und wann ist euer Produkt fertig? Ja, die Modelle, die wir gerade gesehen haben, sind maßstäbliche Demonstratoren, die wir nutzen, um unser zuvor erarbeitetes neues Luftfahrzeugkonzept zu validieren. Diese Demonstratoren sind flugfähig und der größte ist im Maßstab 1:2 und wird demnächst für Testflüge herangezogen. Und die Erkenntnisse aus diesen Testflügen fließen nachher zurück in die Optimierung des Luftfahrzeugkonzepts, um hier das Konzept zu validieren bzw. auch zu verbessern. Die nächste Phase ist die Entwicklung eines Prototypen und dieser Prototyp wird dann im Vollmaßstab gebaut. Den wollen wir circa, sage ich jetzt mal, 2023 in die Luft bekommen und den ersten Markt, den man ansprechen kann, das wird dann doch noch 2-3 Jahre mehr dauern, bis man dann wirklich einen kommerziellen Einsatz verfolgen kann. Es gibt ja bereits viele, die in diesem Bereich forschen und entwickeln. Wie kann man sich euer Luftfahrzeug vorstellen und was ist das Besondere daran? Es ist ganz wichtig zu wissen, für welchen Einsatzzweck ist mein Luftfahrzeug gedacht. Und hier sieht man auch schon, dass der Einsatzzweck nicht bei allen, sage ich jetzt mal, Konkurrenten gleich ist. Das heißt, ein starkes Unterscheidungsmerkmal ist hier vor allem die Strecke, die zurückgelegt werden soll. Das heißt, manche fokussieren sich auf eine sehr kurze Strecke, das heißt von Hochhaus zu fliegen. Andere wiederum haben etwas längere Strecken im Fokus. Und wir konzentrieren uns auch auf längere Strecken. Wir sehen vor allem bei längeren Strecken den Benefit dieser neuen Technologie. Das heißt, wir brauchen ein Luftfahrzeug, das effizient ist, das es ermöglicht, eine Strecke zurückzulegen mit möglichst wenig Energiebedarf. Und hier kommt jetzt sehr stark der Flügel ins Spiel. Das heißt, wir brauchen für einen effizienten Reiseflug Flügel. Das heißt, wir kombinieren in unserem Konzept die Vorteile eines Flugzeugs mit den Vorteilen eines Hubschraubers. Also die Vorteile des effizienten Reiseflugs mit der Möglichkeit oder der Fähigkeit, senkrecht starten und landen zu können. Und das ergibt dann unser Luftfahrzeugkonzept. Ja, wir haben noch einen zweiten Gast, mit dem wir dieses Thema beleuchten möchten, und zwar den Zukunftsforscher Andreas Reiter. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag auch für Sie. Ja, ist die autonome Fortbewegung wirklich die Zukunft und in welchem Bereich sehen Sie hier am meisten Potenzial? Naja, autonomer Verkehr ist natürlich zum einen einmal so ein Buzzword, ja. Aber in der Tat ist es eine Form der Mobilität, die die individuelle Mobilität ziemlich dekonstruiert. Sie verbindet sozusagen Vorteile des ÖPNV, Personennahverkehrs, mit individuellem Fahren. Warum? Man sitzt wenn wir jetzt ein autonomes Fahrzeug hernehmen, in diesem Fahrzeug. Man gewinnt deutlich an Komfort. Man kann die Zeit intelligent nutzen. Man gewinnt auch an Sicherheit. Und insofern wird sozusagen die Fahrtzeit völlig dekonstruiert. Das Fahrzeug wird zu einem ganz neuen Lebensraum. Und das ist natürlich spannend, weil wir Zeit anders erfahren, eine neue Form der Qualität. Und insofern sehe ich autonomes Fahren, ja, wenn es denn gelingt, die Vorteile entsprechend zu kommunizieren, als absolutes Ding der Zukunft. Und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Transport, autonomer Transport, aber auch Personentransport. Und wir sehen es ganz, ganz stark, wo wir schon wesentlich weiter sind, ist der öffentliche Verkehr, also selbstfahrende U-Bahnen. Die gibt es ja heute schon in vielen Städten der Welt, auch in Wien. Die neue U5 wird ja eine oder soll ja eine selbstfahrende U-Bahn werden. Autonome Bewegung heißt, Verantwortung an die Technik abzugeben und dieser zu vertrauen. Sind wir dazu heute überhaupt schon bereit? Ja, ich denke, der Mensch adaptiert sich immer an neue Entwicklungen. Denken wir an das Flugzeug. Ja, man steigt in ein Flugzeug ein, wohlwissend,
dass nicht der Pilot das Flugzeug lenkt und steuert in vielen Phasen des Fliegens, sondern eine Software, eine sehr komplexe Software, die im Übrigen sicherer ist als der Mensch. Man weiß, dass übrigens Unfälle im Flugverkehr zu einem großen Teil auf menschliches Versagen zurückgehen. Ich glaube, das gilt es immer wieder zu kommunizieren. Menschen sind dann bereit, neue Dinge wie das autonome Fahren zu akzeptieren, wenn man ganz seriös die Vor- und Nachteile kommuniziert, wenn wir evidenzbasierte Informationen an die Nutzer weitergeben und wenn wir wirklich eine Klarheit hineinbringen, dann bin ich völlig überzeugt, dass ein Check-and-Balance-System, Zertifizierungen, dann sind Menschen mit dieser Sicherheitsarchitektur bereit. Andreas, anfangs soll euer Prototyp ja mit einem Piloten oder einer Pilotin fliegen, später ganz von selbst. Könntest du uns vielleicht beschreiben, welche Herausforderungen autonome Fluggeräte verglichen mit selbstfahrenden Autos bringen? Bei einem Auto kann aus einer parkenden Reihe plötzlich ein Kind hervortreten. Das kann im Flug nicht passieren. Das heißt, dieses unvorhersehbare, nicht berechenbare Ereignis haben wir in der Luft nicht. Genauso ist es in der Luft mit heutigen Luftfahrzeugen schon sehr üblich, beziehungsweise sehr weit verbreitet, dass alle Luftfahrzeuge schon aktiv kommunizieren. Wer bin ich? Wohin fliege ich? Wo bin ich gerade? All diese Fragen werden eigentlich ununterbrochen schon mit Systemen aktiv beantwortet. Und somit ist eine Vernetzung dieser einzelnen Luftfahrzeuge auch viel einfacher möglich, als wie mit allen Objekten oder Fahrzeugen am Boden, die bereits ja auch sehr alt sind und diese Systeme gar nicht haben. Neue könnten natürlich das schon integrieren, aber das ist eben vorzubereiten und viel aufwendiger zu implementieren. In der Luftfahrt ist das schon vorhanden. Herr Reiter, mehr autonomer Verkehr bedeutet auch, dass mehr Menschen, auch diese, die keinen Führerschein besitzen, neue Verkehrsteilnehmer werden. Wie soll so ein großer Bedarf gedeckt werden und welche Rolle wird dabei der Luftraum als Verkehrsraum der Zukunft spielen? Na, ich glaube, der Luftraum wird vor allem in den städtischen Agglomerationen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Wir müssen uns ja vorstellen, das sind große, in dem internationalen Kontext, große verdichtete Räume, wo Luftverkehr wesentlich einfacher, also Lufttaxis, Drohnentaxis und so weiter, viel einfacher zu installieren sind. Urbane Seilbahnen, als denn, wenn man unter die Erde gehen würde mit U-Bahnen und so weiter. Das sind sehr kostspielige, sehr langwierige Unterfangen. Und insofern bin ich ein absoluter Verfechter dieser Luftmobilität, die natürlich noch eine gewisse Zeit brauchen wird. Aber sie ist klimafreundlicher, sie ist CO2-freundlicher und. Sie haben ja jetzt gehört, der Gründer von Abelion hat kurz über das Projekt berichtet. Welche Chancen geben Sie diesem österreichischen Startup? Ja, solche Startups sind immer wunderbar. Sie sind notwendig, um das bestehende Ökosystem neu aufzumischen, weiterzuentwickeln. Ja, und ich halte dieses Konzept von Apeleon für deswegen so interessant, weil es hybride ist. Ja, also es ist eine Mischform. Ja, es ist klimafreundlich, Energie, Clean Technology. Und ich denke, solche Modelle werden tatsächlich im urbanen Raum vor allem Transporte verändern, werden die Möglichkeit auch des Personentaxis im Übrigen zukünftig ganz, ganz massiv verändern. Und das ist ein aus meiner Sicht sehr zukunftsrobustes Modell. Herr Reiter, vielen Dank für diesen Blick in die Zukunft. Und lieber Andreas, alles Gute dir und deinem Team. Dankeschön. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Ihnen auch. Alles Gute.